Guten Tag, meine Freunde. Jetzt gibt es wohl nie wieder schlecht beleuchtete Videos von mir. Ich habe mich für meine GoPro, letzten Monat habe ich ja das Mikrofon gekauft, dass es einen besseren Ton hat. Und jetzt habe ich mir diese kleine Lampe gekauft und die ist richtig hell. Ich habe die noch nicht mal auf höchste Stufe, auf der zweiten Stufe. Ich glaube, ich muss irgendwann mal so ein kleines Video machen über die GoPro. Obwohl, da gibt es ja etliche, die sich damit befassen. Jedenfalls ist das super hochwertiges Produkt, bin damit super zufrieden. Die Bildqualität einwandfrei, ne? Ton jetzt sehr gut, Licht gut, aber deswegen wollte ich das Video jetzt gar nicht machen, sondern aus aktuellen Anlass. Wie ihr gestern mitgekriegt habt, kann man jetzt bei mir wieder eine neue Vinyl vorbestellen, und zwar die von Brutal Spinster oder Spinster, wie das ausgesprochen wird, aus diese Grindcore-Band aus dem Raum Belgien, wo die herkommen, ne? Und die sind ziemlich gut. Das gab es vorher noch nie auf Vinyl. Wir machen wieder 99 Stück in drei verschiedenen Splatterfarben. Die Retro Black Terror ist auch wieder dabei, wie von Soulgrinder. Da gibt es auch, die sind da ganz schnell ausverkauft gewesen bei Soulgrinder. Aber diesmal haben wir noch zwei andere Farben. Diese Yellow und Black Terror, ne? Und Green und Black Terror. Ich habe den Release-Termin erstmal auf August verschoben, weil die Presswerke, ihr kennt das ja, das Ganze. Aber ich denke mal und hoffe, dass die Schallplatten, die Brutal Spinster, dass sie sehr viel früher erscheinen werden. Ich halte euch so oder so auf dem Laufenden in den Videos. Jedenfalls kam schon gut Vorbestellung, dafür bedanke ich mich. Und natürlich, weil dadurch unterstütze ich ja mich und dass ich einmal merke, die Nachfrage ist da und habe gleich wieder Geld fürs Presswerk. Dann müssen wir ja ganz realistisch sein, sonst würde man das ja nicht machen, ne? Genau, und es wäre natürlich noch gut, wenn weiter Vorbestellungen kommen würden und dann, dass die ganze Sache irgendwie von alleine funktioniert. Und deswegen, es gibt noch andere gute Neuigkeiten. Heute ist ja die digitale Single von Execution erschienen, Leichenlager. Den Link werde ich unten auch posten. Dann von Mortal Hatred, die erste Single-Auskopplung. Das Album erscheint am 8. April. Die Single werde ich unten auch in die Beschreibung rein posten. Könnt ihr euch mal anhören. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wie ihr die Songs findet von Mortal Hatred, von Execution, oder wie ihr die neue Vinyl findet von Brutal Spinster, ich glaube Spinster, ne? Und dann könnt ihr mich da auch korrigieren, da lasse ich mich gerne korrigieren. Und seid mal aktiv dabei, schreibt das mal rein. Dann, da war da noch was, genau. Und wir planen gerade noch eine neue Single, 100 Stück, limitiert, und zwar von Terrible Sickness, rot mit schwarz marmoriert. Und da wird es auch bald die ersten Flyer geben, ersten Bilder geben zum Vorbestellen halt, weil auch die Single dauert locker 4-5 Monate, bis sie fertig ist. Und ja, da wird noch richtig viel mehr passieren, aber immer nach und nach, wie das weitergehen kann. Also beteiligt euch mal mehr in den Kommentaren und dann auch, wie ihr jetzt das Licht findet, ob das jetzt zu hell ist oder so. Obwohl, das geht noch heller. Ich bin da voll begeistert von dem kleinen GoPro-Kram. Okay, bis dann. Tschüss.